Dunkle Empathie ist keine Diagnose, wie zum Beispiel eine narzisstische Persönlichkeitsstörung oder irgendeine andere Persönlichkeitsstörung, die viel Missbrauch mit sich bringt. Der Persönlichkeitstypus des dunklen Empathen wird als besonders gefährlich beschrieben, was ihn umso interessanter für mich macht, ihm ein kurzes Video zu widmen, um dann zu beurteilen, ob dem wirklich so ist. Die erste Eigenschaft, die dem dunklen Empathen zugeschrieben wird, ist die dunkle Triade, die sie in sich vereinen. Das heißt, sie haben ein hohes Maß an Narzissmus, Machiavellismus und Psychopathie in sich vereint. Was hier entscheidend ist, ist das hohe Maß. Denn weder die Psychopathie, noch der Narzissmus, noch der Machiavellismus an und für sich sind klinische Befunde. Es existiert die Diagnose narzisstische Persönlichkeitsstörung oder antisoziale Persönlichkeitsstörung in der Mainstream-Wissenschaft. Doch wenn narzisstische Züge vorhanden sind, nennt man das narzisstische Wesenszüge. Und wenn jemand psychopathische Wesenszüge aufweist, sind das psychopathische Wesenszüge. Und beim Machiavellismus sind es eben machiavellistische Wesenszüge. Und wir alle haben gelegentlich mehr oder weniger all dieser Anteile in uns. Doch dunkle Empathen haben ebenfalls ein hohes Maß an Empathie in sich. Jedoch ist die Empathie nicht direkt die Empathie, die wir alle uns wünschen. Dunkle Empathen besitzen eine erstaunliche Fähigkeit, Menschen zu lesen. Und sie tun das auf einer rein intellektuellen Ebene. Sie sind nicht besonders an sozialen Interaktionen interessiert. Obwohl sie diese intellektuelle Empathie besitzen, genießen sie es nicht, sich mit anderen Menschen zu umgeben. Sie werden als recht distanziert beschrieben. Und das hat damit zu tun, dass ihnen die echte Wärme fehlt. Sie fühlen andere Menschen nicht wie du oder ich es tun, sondern sie ordnen sie intellektuell ein. Sie sind aber, zumindest nennt man das so, hochempathisch. Leider in einer völlig kognitiven Art und Weise und sie benötigen es nicht unbedingt, Menschen um sich zu haben. Doch sie benötigen ein hohes Maß an Aufmerksamkeit. Und die nächste Eigenschaft ist ihre erhöhte Fähigkeit, andere Menschen einzuschätzen. Sie haben eine Art klaren Röntgenblick, wenn es darum geht, zu erkennen, wie jemand tickt. Allerdings sind sie nicht sehr gut darin, sich selbst zu reflektieren und sich ihre eigenen Motivationen anzusehen. Ich finde, das dürfte uns bekannt vorkommen, denn die lieben Narzissten ticken ja ganz ähnlich. Dunkle Empathen sind emotional sehr kühl. Sie halten eine gewisse Distanz zu dir. Und sie sind ausbeuterisch und haben häufig kein Gewissen. Das ist der machiavellistische Teil. Deshalb können sie sehr grausam sein, was ihre Kühlheit und Gefühlskälte noch einmal unterstreicht. Machiavellisten sind Menschen, die extremst grausam sein können. Sie sind sehr fokussiert, setzen sich ein Ziel und werden anschließend alles tun, um es zu erreichen. Dabei sind sie imstande, über Leichen zu gehen. Sie arbeiten gern im Hintergrund und sind ausschließlich strategisch veranlagt. Machiavellismus findet sich häufig bei Politikern und Machthabern. Sie sind manipulativ, ausbeuterisch und zutiefst egoistisch. Sie sind Meister der Täuschung, aber sie verlangen kein bisschen nach Aufmerksamkeit. Sie benötigen deine Bestätigung nicht. Sie sind wie Untergrundraubtiere. Diese Eigenschaften schreibt man den dunklen Empathen zu. Für mich klingt das schon auch nach einem sogenannten vulnerablen Narzissten. Das heißt, sie sind zwar der Meinung, dass ihnen immer eine gesonderte Behandlung zusteht, aber sie bekommen sie häufig nicht, weswegen sie großen Frust entwickeln. Zudem triggert es all ihre Scham. Deshalb befinden sie sich pausenlos in einem sehr ermüdenden Kreislauf, sich zwar als über allen anderen stehend wahrzunehmen, sie leben also genauso wie Narzissten in dieser Größenfantasie. Allerdings, wenn sie sich in die Gesellschaft begeben, stellen sie fest, dass sie nicht das bekommen, was sie erwartet haben. Und das kratzt dann wiederum an ihrem Ego. Ich würde also sagen, es sind im Wesentlichen die Züge des vulnerablen Narzissten, die man irgendwann als dunklen Empathen bezeichnet hat.
Man hat übrigens festgestellt, dass die Gewaltbereitschaft unter verdeckten Narzissten weitaus höher ist als bei den klassischen grandiosen Narzissten, was man wohl darauf zurückführen kann, dass der Frust und die Resignation bei den verdeckten Narzissten sehr hoch ist, weil sie kaum jemals die narzisstische Zufuhr bekommen, die sie sich erhoffen. Es wurde sogar die Gewalt Tieren gegenüber beschrieben, die man gewöhnlich mit der antisozialen Persönlichkeitsstörung in Verbindung bringt. Ich bin bis heute eigentlich der Auffassung, dass man versucht, mit dem Etikett dunkler Empath dem verdeckten Narzissten ein neues Label aufzukleben. Ich kann mich aber auch täuschen. Also kann man bei den dunklen Empathen ebenfalls eine hohe Gewaltbereitschaft vorfinden. Also wir haben eine grandiose Natur, die der Meinung ist, ihr steht eine bevorzugte Behandlung zu. Zudem ist diese Persönlichkeit ebenso rachedurstig wie zum Beispiel maligne Narzissten. Und sie sind Kritik gegenüber alles andere als offen. Hier ist es also genauso wie bei den Narzissten. Sie sind also nur nicht so sozial interessiert. Doch auch der dunkle Empath ist sehr wütend. Zumindest brodelt es ständig unter der Oberfläche. Du kannst dich also dabei erwischen, dass du auf Zehenspitzen um diese Person herumläufst, weil du ihre Wut nicht abbekommen willst. Doch wenn dir auffällt, dass so ein in Anführung dunkler Empath sehr emotional dysreguliert ist, können sie sich hier an der Grenze zur Borderline-Persönlichkeitsstörung befinden. Dann sind sie immer kurz davor, dass ihnen die Hutschnur platzt. Nur dass der dunkle Empath nicht herumschreien wird und dir zeigen wird, wie es in ihm aussieht. Ihre Wut zeigt sich eher in ihrer Rachelust. Bitte schreibe mir unterhalb des Videos, ob du es jemals mit so einer Persönlichkeit zu tun gehabt hast. Und falls du der Meinung bist, ich habe Wesentliches vergessen zu erwähnen, schreibe es mir bitte ebenfalls in die Kommentare. Ich hoffe, dass dieses Video dir eine Unterstützung sein konnte. Ich freue mich, dich beim nächsten Video von Narc Extreme wieder begrüßen zu dürfen. Tschüss!